Ah ja. Russische Blinis und Siskak Unagi Rollen. Mal doch mal. Ja. Bisschen Zeug auf jeden Fall. Kann man immer mal gebrauchen. Gut, ich meine, es war jetzt nichts Besonderes, aber dafür braucht man ja auch noch Hecken 1, also, ne? Ja. Wundert uns ja auch nicht. Wo ist hier? Irgendwelche Monitore, die kaputt sind? Ja, kaputt. Redet hier wer? Ich habe irgendwas gehört, da vielleicht ist wieder so ein Operator in der Nähe. Ist schon geil hier. Mhm. Können wir bleiben? Wir können hier auch einfach bleiben. Ich glaube, da habe ich gerade eine Leiche gesehen. Ja, Füße. Und ein bisschen mehr. Edna. Edna Burton. Ja, hier ist eine Stimme auf jeden Fall. Irgendjemand gesagt, was willst du von mir? Ja, vielleicht ein Operator wird es wohl nicht sein. Nee, sowas sagt er nicht. Da ist auf jeden Fall der Hauptaufzug gerade, stand da. Da vorne oder was? Oder hey, sieh da! Ach nee, da! Ja, ich habe das vorne gesehen. Kriegen Sie sie auf! Da! Oh Gott! Bitte! Oh! Guck da hin, guck da hin! Wir wollen das gucken. Oh Gott, du willst ihn befreien? Ja. Ja, dann schnell. Du weißt, du darfst das nicht verkacken, ne? Ja. Das ist ja tot. Dann ist er tot. Ich verkacke das nicht, hallo? Guck mal hier, Stunden Zeit hier. Okay. Komm raus, Freundchen. Dann aber schnell schauen. Oh mein Gott. Ja. Okay. Okay, ich glaube, das war's. Da ist er. Oh Gott. Ich habe natürlich jetzt die Tür aufgemacht, ne? Ja, hast du gut gemacht. Warum kann ich nicht scannen hier? Keine Ahnung, das ist das Vieh. Warte mal, da hat sie auch gesagt, die haben keine Infos zu. Echt? Ja, hat sie gerade gesagt. Da fehlten die Infos. Da haben sie keine Infos zu. Ja, aber deswegen jetzt scannen. Ja, geht nicht. Es gibt dazu nichts. Ja, deswegen, die Infos kriegen wir durch Scannen. Ja, hätte sein können, dass da irgendwie keine Daten hinterlegt sind. Ja, wir haben alle Informationen durch Scannen bisher bekommen. So, aber ich und vorhin, als es weggerannt ist, haben wir ja auch Informationen, da ging es ja los und dann ist es weggerannt. Na gut. Dann war vorbei, hallo. Ah, jetzt ja. Ja gut, dann... Okay. Telefon, okay. Ja, ist die Frage, ob wir den kaputt kriegen und der andere das überlebt. Weiß ich nicht. Müsste sie dich mal reintrauen. Mhm. Schaffste. Wenn ich sie finde, oh mein Gott. Einfach oben gegen schießen. Der arme Mann da drin. Das sind mehrere, das sind drei Stück. Ist nicht nur einer. Eine Notiz. Wir haben die Türen zum Gewächshaus verriegelt, aber das Ding da kann fliegen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis es herausfindet, dass das Dach nicht geschlossen ist. Vor 5 Minuten hat Edna versucht, zum Gewächshaus durchzukommen, aber es hat sie erwischt. Kontrolliert sie. Sie hört einfach nicht auf zu schreien, schreit uns an, dass wir wegbleiben sollen. Wenn wir das fliegende Ding töten können, das sie infiziert hat, können wir sie vielleicht retten. Bitte, wenn Sie diese Nachricht finden, helfen Sie uns. Töten Sie es, denn wir werden nicht mehr wir selbst sein. Rani. Mhm. Wo ist er hin? Da oben. Weiß nicht, ob du... Hat er es jetzt rausgefunden? Ich weiß nicht. Kannst du nicht irgendwie so ein Recycler-Ding da reinkloppen? Ja, das Problem ist, ich will die Leute halt nicht töten. Achso, die gehen dabei auch noch. Na ja, dann einfach anschießen. Oh, jetzt weg, oder? Aber hast du schon fast die Hälfte runter. Eieiei. Geh mal auf die andere Seite rüber, Mensch. Ja. Die sind ja nicht so schnell, Gott sei Dank. Nein. Da oben. Oh, wieder auf die andere Seite rüber. Willst du mich verarschen, Alter? Kannst du den nicht von dort anschießen? Ja, nicht mit der Schrotflinte. Das Reichweite ist kurz. Aber die macht halt einfach mehr Schaden im Nahkampf. Hallo, Freunde. Oh mein Gott. Ach, sind die Typen. Oh je. Hier rein, ist mir auch groß. Ja. Oh oh. Eieiei. Okay, Anzugschaden.
Der steht halt echt ungünstig. Sind jetzt alle tot oder was? Nee, die rennen halt noch rum. Die verwandeln sich aber langsam. Oh, da kommt es angeflogen. Okay, ist nur... Oh, Aua. fuck. WTF. Heil dich mal, heil dich mal. Aber warum schießt er durch die Wand? Aber das kann, wenn das Dach offen ist. Nein, hallo, der hat hier durch die Wand geschossen. Das Dach ist nicht offen. Also ist offen, aber ich meine, du weißt... Nee. Wo ist er denn? Kannst du nicht sagen. Da oben. Ach, ey, bleibst du jetzt mal hier, sag mal. Ja, sieht doch schon gut aus. Ja, komm, ist down. Jetzt, oder? Ah, jetzt. Rette Rani vor dem Telepath-Typhoon. Sprich mit Rani. Hoi, 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 hoi. Oh ja, das ist, glaube ich, so ein Heil-Operator. Ja. der war aber schon gut durch hier. Ja, ne? Gut durch. Ach, Wissenschaft. Na naja, gut, Anzug auch. Muss auch sein. Nee, ist ja nicht Anzug. Wissenschaft ist... Ach nee, Psy. Upsi. Erstmal looten. Oh, Dr. Yu? Was ist passiert? Wo? Genetikverstärker. Oh Gott. Bitte sagen Sie, dass Sie dieses Ding getötet haben. Haben wir? Ich wollte die AAGs, die Auslöschergeschütze aufstellen. Dann war auf einmal alles farblos. Und alles war irgendwie schärfer. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich. Aber die AAGs sind noch immer im Lagerraum. Wir können sie einsetzen. Hier ist der Code. Ich schlag mich zum Frachtraum durch. Die anderen Sicherheitsleute sollten sich dorthin zurückgezogen haben. Sarah reißt mir den Arsch auf, wenn ich nicht komme. Mhm, okay. Neuer Code. Ich gehe zum Frachtraum. Ich will nicht, dass Sarah böse wird. Auch wenn sie es nicht geschafft hat, wird sie es mich büßen lassen. Jo, lief doch, naja, mehr oder weniger gut. Ach doch. Ne, ich meine, die anderen sind ja auch nicht tot, ne? Die sind nur bewusstlos, stand da. Ja, schon wieder 5000 Millionen. Schinkentomaten. Ach, was sind denn Schinkentomaten? Ich weiß nicht, vielleicht ist das falsch übersetzt. Das sollte eigentlich Fleischtomaten heißen. Das hätte ich jetzt mal gedacht. Möglicherweise ist das falsch übersetzt, das sind Fleischtomaten. Weil Schinkentomaten ist halt... Aber Schinkentomaten... Oh, wäre auch geil, so Tomaten mit Schinken gefüllt und Käse überbacken. Ach, es ist egal, ich habe Hunger. Hallo, das letzte Essen ist ja gar nicht so lange her. Ah. Na, die guten Schinkentomaten. Hm. Vielleicht ist ja eine neue Züchtung. Ja, kann Tomate sein. Mit Schinken. Hm. Hallo. Hast du so einen Schinkenbaum? Haben Sie die AAGs gefunden? Ich hoffe, die erledigen diese Dinge. Mondschatten-Zitrone. Okay, vielleicht ist sie wirklich... Wer weiß? Ist hier Ananas? Sunburst Bananenbaum. Bananen. Finde ich aber cool, dass sie auch ein bisschen Gemüse anbauen hier oben. Ja, Gemüse, Obst, alles. Man kann ja nicht nur mit den ganzen Dosenfutter essen, ne? Ja. Irgendwie, das ist ja nicht so nah. Aber Vitamine muss auch sein, ne? So, haben wir jetzt hier alles geplündert? Bin mir noch nicht sicher. Doch, ich glaube schon. Da hinten auch schon? Da war nichts. Auf der rechten Seite war nichts dran. Nee, das haben wir schon alles mitgenommen. Tja, dann. Müssen wir zum Lagerraum. Ist die Frage, ob hier noch irgendwie was rumliegt. Das sieht aber wirklich geil aus hier, also echt. Ja, finde ich ziemlich cool. Das sieht... Ja. Da würde ich auch meine Zeit verbringen, wenn ich hier wäre. Richtig viel Platz für den Hinterhalt, ne? Ja, auf jeden. So, wir haben ein Geschütz. Greenhouse. Okay. Ja, ist sogar noch intakt. Mehr oder weniger. So, wir haben es jetzt erstmal repariert. Wenn jetzt irgendwas kommen sollte, kannst du gleich losbannern. Das sieht nämlich so aus, da irgendwie gleich was kommt. Da liegt noch einer. Ah. Ist noch ein Geschütz. Ah. Das Schlimme ist, hier haben wir gesagt, wir sollen ja auf jeden Fall die Dinger reparieren oder holen. Ja. Eine Knarre. Die Geschütze. Könnte mir durchaus vorstellen, dass hier was Großes kommt. Und daher sollte man vielleicht mal zusehen, dass wir hier die Geschütze wirklich zusammentragen. Ja, ich meine, stehen ja gut. So, wer ist das? Jenny, Mensch. Oh, Mimik, zwei gleich. Oh, der eine ist schon
Ist der hin? Der wurde erschossen, der da hinten. Praktisch. Der andere ist hier vorgerannt. Vielleicht sollte man die einfach weiter vorne hinbauen. Ja, an der... unten an der Treppe. Was ist denn hier los? Hier so vielleicht. Was hab ich denn jetzt gemacht? Du hast den irgendwie ausgewählt. Hab ich so den Hacken. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Was hast du jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Naja, Hauptsache es geht jetzt. Gut. Okay, die Box haben wir schon geschaut. Dann können wir jetzt hier runtergehen. Jo. Nochmal rechts lang, nochmal gucken. Ja, machen wir gleich. Da ist ja das Mimik noch irgendwo. Geht nicht, oder? Doch. Oh. So? Ach so. Ach, jetzt soll er aufhören. Na, das können wir doch. Aber du kannst ja stapeln. So viel zum Stapeln. Oder nicht. Schade. Wir können aber ein bisschen was auseinandernehmen. Ja. Ja, du hast gerade belegen. Was kriegt man da raus? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir kriegen gar nichts raus. Oder wir sehen einfach nicht, dass was es irgendwo... Was sind die eigentlich? Druckregulator reguliert die Wasserversorgung für das Rohrleitungssystem der Talos 1 ausgelegt. Machen wir auch nochmal. Wahrscheinlich, guck mal, da rechts unten steht Zerlegungsergebnis 2 Ersatzteile. Ach so, also, ja, wir kriegen... Ja, und Materialertrag? Ach so, aber der kommt dann nur im Recycler. Ja, also würde ich es aber lieber gerne in den Recycler werfen, ja, muss ich sagen. Schade, ich dachte, dass man da irgendwie auch die Recycle-Sachen kriegt. Offensichtlich nicht. Mist. Schade. Wir haben hier 889. Ja, dann trink doch irgendwie einen Tee oder so. Batterien oder sowas. Oh Gott. Das können wir nutzen. Ein paar Chips essen. Boah, Bonbons. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Okay, na, hier gibt es bestimmt auch demnächst irgendeinen Recycler. Hoffentlich, wir hatten lang keinen. Bestimmt. Wird ein guter Ding. Ich meine, wir sind ja so weit weg vom letzten, ne? Nö. Nicht? Der war direkt, wo wir hier im Arboretum angekommen sind. War einer. Okay. Bellamy's Quartier und da ist ein Phantom oder was? Unten links da drüben. Zwei. Zwei sogar. Hey, Phantom. Wo bist du? Du bist rechts reingegangen. Nee, da kommt's. Oder? Sehr schön. Ja, das sollten wir wirklich öfter nutzen. Das ist geil, dann sieht man die auch mal so ein bisschen. Da kann man leider nicht durchballern. Ja, ist Scheibe vor. Macht nix. Oh, oh, da kommt noch einer. Aua. Wo sind? Das war noch nicht tot. Ich glaub du... Oh Gott. Jetzt aber. Ja, ja, Anzug. Gepäckwagen. Ja, ich habe gerade gemerkt, man... Ja? Kann das nicht so oft nacheinander einsetzen. Ach so. Ah ja, das lädt sich auf. Das sieht man links unten. Das tickt ja wieder hoch. Okay, was ist das denn eigentlich da gewesen? Die erste Tüte. Hier so ein... Glucassist. Okay, aber wir können nichts mehr tragen. Oh, wir können es essen. Nom nom. Ja. So, die haben wir geplündert, die da vorne hatten wir auch geplündert. Jetzt müssen wir halt irgendwie die Fritzen hier drin irgendwie. Ey, hör mal auf hier, sag mal. Sind ganz dicht. Na, anscheinend ja nicht. Soll ich durchschießen? Ja, was? Na, eigentlich ist doch. Das ist doch eine Luke. Naja, aber ich treffe nicht so richtig. Das ist zu. Ah, doch. Ja, aber das reicht nicht. Naja. Ja, sonst mach die Tür auf. Die zwei werden jetzt nicht dein Tod sein. Sagst du? Hoffe ich. Du bist ja so ein Pro. Ja, das stimmt. Siehst du? Also. Au, 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 au. Na, jetzt aber hier, ne? Ach, alles in Ordnung. Okay. Vom Anschlag. Bam. Wie die immer runterfallen. Ist auch so geil. Ja, alle kaputt. Kein Platz? Kein Platz. Wir haben zwei Programme.
Wir haben die Bereichskarte. Ist auch gut. Bereichskarten sind immer gut. Auf jeden. Und Sicherheitstür. Achso, nee, das ist die Tür für hier. Oh, was liegt da? Und der Westenheldstand. Ja. Klingt ein bisschen abgedroschen. Muss ich ja schon mal irgendwie sagen. Achso, guck mal, siehst du, wenn man Waffen-Upgrade noch geholt, können wir mal vielleicht mit dem Waffenkit noch benutzen. Ja. Okay. Ja, also. Wie viel haben wir denn? 9 Nachladegeschwindigkeit. Geht die noch höher? Weil das wäre eigentlich ganz geil mit der Schrotflinte, ganz ehrlich. Ich finde, das dauert immer so lange. Ja, komm. Haben wir nicht sogar auch ein Blueprint für Nachladegeschwindigkeit, für Waffen-Upgrades? Ja, haben wir. Also können wir die ja wirklich mal so ein bisschen hier... Kostet aber auch, ne? Ja, ne? Aber da wir eh die meiste damit rumballern. Von daher. Okay. Jetzt haben wir doch schon mal eine ganz gute Schrotze hier. Nachladen, ja, einmal, komm, einmal geht noch. Ja, sehr gut. Der Rest, der kann erstmal bleiben. Vielleicht noch was in die Pistole, oder? Nö. Das heben wir erstmal auf. Ja, nicht genug Platz. Essen wir mal, ne? So, das nehmen wir dann irgendwann später mit. Ja. Müssen wir uns noch merken, dass es hier rumlag. Jo. Oh Gott, noch so viel Zeug zu mitnehmen. Psy-Hypo-Fabrikator-Plan. Hm. Gut, gut. da die Tür, da kann man noch nicht durch. Storage Room. Keine passende Schlüsselkarte. Schade. Wer auch immer die hat, wahrscheinlich irgendeine Leiche, die wir noch nicht gefunden haben. Das hier? Blutkanone. Ja, Mist. Naja, da werden wir auf jeden Fall dann zurückgehen nochmal und das ganze Zeug zerlegen. Klar. Das mache ich ja wieder nach der Aufnahme. Hallo Brunnen. Ey, trinken. Fast das gleiche. Okay, wer liegt da? Eine Leiche. Hm. Mag man kaum glauben, ne? Hätte ich nicht gedacht. Nein, aber wer ist das? Lizzie. Schrotpatronen-Fabrikatorplan. Naja. Haben wir schon. Schrotflinte, kein Platz mehr. Das übliche. Blümchen. Ja. Lecker. Tja, dann sind wir jetzt ja doch mal bei Bellamy's Quartier angekommen. Dinner Shifts. Ja, okay, alles klar. Keine passende Schlüsselkarte? Wä? Hä? Kannst du mal untersuchen? Wieso haben wir denn keine... Ist aber nicht der richtige Weg. Also, der zeigt woanders hin. Hm, das wundert mich. Ich hätte trotzdem gedacht, dass wir da reinkommen. Ja, aber es zeigt dann da oben. Datenzentrale. Stimmt, da müssen wir erstmal hin. Ja, und wir müssen noch in den Lagerraum. Gott, wir müssen überall hin. Ja, hier geht's auch noch hoch. Wo ist denn der Mimikin, der hier war? Mal? Hey, wenn möglicherweise ist er doch schon tot. Nee, der ist weggerannt. Das habe ich gesehen. Oh, ah, guck mal da. Du hast ihn vermisst. Da ist jemand vom Stuhl gefallen. Aua! Oh Gott. Aua, Freundchen. Anzug wurde beschädigt. Ja, der Anzug hat schon so ein bisschen Schaden. Ist die Frage, ob du den reparieren willst. Neuromod. Der ist schön. Der ist aber schön. Diesen Tisch reingefallen. Oh Mann, ey. BTF, ey. Iris. Okay, und eine Notiz. Und ein Waffenkit. Prüfliste für Gewächshaus. Ah ja. Neues Passwort. Von Julian Howard, aber ich glaube, da haben wir uns schon reingehackt. Schild auf der Bank. Lesen. Ja, wir wollen das lesen. Wie geht das denn so? Ja, weil du es lesen kannst. Gestiftet von William Yu, 23. Mai 2030. So, jo, der liegt hier unten schon mal gut. Absolut. Kann man ja gleich so ein Anzug-Kit so nutzen? Nee, kann man nicht. Nee, ist nicht. Guck mal, wir haben 81 mal Aal. Boah, gönn dir doch. Gönn dir mal ein Aal. Ich mach jetzt mal den Anzug ganz. Ja. So, 5 Waffenkits haben wir jetzt noch. Sehr schön. Und 49 Psy-Hypo. Also wir können das auf jeden Fall richtig oft benutzen. Was wollte ich gerade? Ein Anzug-Kit? Da. Nee, Ersatz. Doch, stimmt. Ah, sehr schön. Wunderbar.
wieder hoch. Ab zur Datenzentrale. Ich höre was. Ich höre die ganze Zeit immer irgendwas. Geräusche. Da rechts ist eine Tür, da sind ein paar Sachen vor. Lagerraum, da brauchen wir das war der 04er, aber... Nee, man kommt doch so rein. 3870. Guck mal, Hecken 4 hätten wir auch noch gar nicht. Nö. Rette Rani. Achso, das gehört noch dazu. Okay, Ersatzgeschütze. Yeah! Quest erledigt! Mensch, wir haben doch vorhin noch einen Anzug-Chip gekriegt. Kannst du mal kurz gucken? Haben wir? Ja, haben wir. Aber den schon du bist eingebaut? Schon falsch, nee. Doch, wir haben den schon eingebaut. Haben wir? Ja. Nee, Kinesthet. Nee, warte mal. Ist hier. Nee, das ist aber nicht aktiv. Der ist ja. Doch, ist es. Alles, was weiß ist, ist eingebaut. So. Hä? Oder. Ach, hier. Kinetikverstärker. Ah, ja, den meinte ich. Aber da haben wir gar keinen Platz, dann bräuchten wir noch. Verstärkt Schaden durch kinetische Explosion. Ja, dann bräuchten wir jetzt da irgendwie noch. Ja, so das brauchen wir nicht, weil wir kinetische Explosion sowieso nicht geskillt haben. Ach so. Es sei denn, wir lernen natürlich irgendwann mal. Boah, ey, Waffen. Ja, wir haben keinen Platz. Was geschützt damit? Das ist ja das einzige hier, ne? Das sieht so aus, ja. Moment, ich muss tragen. Guten Morgen, Carlos. Mr. Tucker aus der Personalabteilung möchte Sie daran erinnern, ihn sofort zu kontaktieren, sollten sich Ihre persönlichen Daten seit der letzten Abrechnung geändert haben. Sein Büro liegt auf der zweiten Ebene der Lobby. Sollen Sie das was sagen? Automatisches Ja?